Ja, hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde. Heute machen wir die erste offizielle Testfahrt. Das Thema ist halt, wir wollen das System optimieren. Ich hatte ja in dem Video mit dem Philipp darauf hingewiesen, dass ich beim Geradeauskurs, beim Geschwindigkeitsaufbau in die Situation komme, dass er anfängt zu hüpfen, dass er vorne mir zu hoch geht und einen Schlupf hat. Ja, dass er Luft mitnimmt und ich dann quasi nicht ordentlich geradeaus schnell fahren kann. Ich kann zwar fahren, aber nicht. Heute wollen wir das Ganze beobachten, denn wir haben schon eine Idee, wie wir das Ganze umbauen, dass es optimaler wird. Wir sind hier auf der Mosel in der Nähe von Winningen und werde laut Anweisung von dem Kameramann ein paar Runden drehen, versuchen schnell zu fahren, um zu schauen, wie sich das Boot jetzt tatsächlich verhält, der Ist-Zustand. Und dann machen wir die Optimierungen, was genau kommt zum Schluss. Und dann schauen wir, ob das Ganze besser wird. Packen jetzt ein, aber jetzt kommen wir zum Fazit. Ich habe auf dem Wasser immer Schub gehabt und laut meinem Telefon und Geschwindigkeitsmesser, das blenden wir gleich ein, hatte ich eine maximale Geschwindigkeit von 59 km/h. Was passiert bei Fahren, sieht man deutlich. Wenn ich aus dem Wasser komme, habe ich genug Schub, es ist alles gut, ich baue die Geschwindigkeit auf. Ab 45 km/h passiert Folgendes: die Nase geht hoch und ich komme in dieses Hüpfen. Und wenn ich zu stark in dieses Hüpfen komme, merke ich, wie ich Luft bekomme und dann kommt der Schlupf. Und wie ein Tipp, ich hatte das Video mit dem Philipp, da hat einer kommentiert, Igor denkt über Trimklappen nach. Und er hat gar nicht so unrecht, wir werden Trimklappen einbauen, ob die mechanisch sind, elektrisch, hydraulisch, wie auch immer, werde ich euch in einem Video informieren und dann schauen wir, wie es geht. Wir haben jetzt Basis, das sind die 59 km/h. Und die wollen wir natürlich knacken und wir wollen schauen, wie weit wir mit diesen 70 PS kommen. Weil das Interessante war, ich dachte, ich bin schnell. Ja, es hat sich schnell angefühlt, aber hier war gerade ein Sea-Doo Jetski mit 300 PS und der hat mich einfach nass gemacht. Ja, der hat mich einfach stehen gelassen. Der hat mir einfach gezeigt, wie schnell man fahren kann und das Ding fährt 120 und das siehst du, das ist einfach Wahnsinn. Das heißt, wir haben hier Potenzial, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Was noch kommt, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch was bis dahin. Ciao.